Was hat Frida Kahlo mit Kinderbekleidung zu tun? Wir sprechen drüber in diesem Video. Jetzt geht's los. Mein Name ist Tobias Klähner. Ich bin der Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei Klähner Rechtsanwälte hier in Koblenz. Wir sind unter anderem spezialisiert auf das Online- und Markenrecht und seit mehreren Jahren werden uns immer wieder Abmahnungen der Münchner Kanzlei Zierhut IP vorgelegt und eine Auftraggeberin von Zierhut IP ist eine Gesellschaft aus Panama und das ist die Frida Kahlo Corporation. Und in diesen Abmahnungen, da steht drin, dass die Frida Kahlo Corporation Inhaberin mehrerer Unionswortmarken wäre, auch mehrerer Unionswortbildmarken, also Logos zum Beispiel. Und einer Mandantin wird jetzt vorgeworfen, dass sie eine Kinderbekleidung, eine Mütze ganz konkret über einen Online-Shop verkauft hätte und diese Mütze mit der Bezeichnung Frida betitelt hätte und dass das eine Markenrechtsverletzung zulasten der Frida Kahlo Corporation wäre. Und dass die Frida Kahlo Corporation deshalb mehrere Ansprüche gegenüber unserer Mandantin hätte. Die Kanzlei Zierhut IP macht dann in der Abmahnung mehrere Ansprüche geltend für die Frida Kahlo Corporation. Zunächst einmal einen Unterlassungsanspruch, also möchte eine strafbewährte Unterlassungserklärung haben, dass der Vertrieb der Mütze unter dieser Bezeichnung eingestellt wird, sich auch nicht wiederholt. Und ansonsten eine Vertragsstrafe zugunsten der Frida Kahlo Corporation fällig werden würde. Das ist Punkt 1. Punkt 2, man möchte Auskunft haben, Auskunft über das Ausmaß der vermeintlichen Rechtsverletzung, wie viele Mützen wurden da verkauft, über wen wurden die bezogen, um da einen möglichen Schadensersatzanspruch, das wäre Punkt 3, dann im Nachgang beziffern zu können. Und dann möchte die Frida Kahlo Corporation natürlich auch noch Abmahnkosten haben. Und da wird ein Streitwert in Höhe von 250.000 Euro für die Berechnung angegeben, also eine Viertelmillion Euro. Dann macht Zierhut IP in der Abmahnung ein Angebot, sagt, es muss nicht eine Viertelmillion Euro Streitwert sein. Es täten auch 187.500 Euro, woraus sich noch Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.800 Euro und 87 waren es, glaube ich, berechnen würden. Und wenn dieser Betrag innerhalb einer gewissen Frist bezahlt werden würde und auch die Unterlassungserklärung fristgemäß abgegeben werden würde, dann würde Frida Kahlo Corporation hier auf den Auskunftsanspruch und den markenrechtlichen Schadensersatzanspruch verzichten. 2.887 Euro, das ist verdammt viel Geld, sagen mir meine Mandanten und haben damit natürlich recht. Und die Frage ist jetzt, muss dieser Betrag bezahlt werden und muss auch eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben werden? Und das ist tatsächlich eine Frage des Einzelfalls, da können wir nicht mit Schablonen arbeiten oder hantieren. Da müssen wir wirklich genau hingucken und die erste Frage lautet, gibt es überhaupt einen Unterlassungsanspruch? Gibt es hier eine markenmäßige Benutzung dieser geschützten Bezeichnung, so wie Frida Kahlo das hier behaupten lässt? Oder ist es vielleicht andersrum? Haben wir gar keine Markenrechtsverletzung? Haben Sie möglicherweise Ansprüche gegen den Abmahner, weil die Abmahnung sich als unberechtigt erweist? Und an der Stelle setzt der Service, das Angebot meiner Kanzlei an. Wir haben für die Abgemahnten von Zierhut IP, von Frida Kahlo Corporation eine kostenfreie Ersteinschätzung und das Einzige, was wir dafür von Ihnen benötigen, ist einmal Ihre Abmahnung als Scan gerne online hochladen, gerne auch per E-Mail verschicken und dann brauchen wir noch einen Telefontermin, einen gemeinsamen. Den können Sie ebenfalls online bei uns buchen oder auch telefonisch anfragen, überhaupt kein Problem. Und dann kommen wir schon in Kürze zusammen. Ich bitte Sie nur, beachten Sie unbedingt die Ihnen mit der Abmahnung gesetzte Frist. Wir sprechen innerhalb dieser Frist über Ihren Fall, über Ihre Abmahnung und suchen die für Sie wirtschaftlich beste Lösung. Vielen Dank.